Ja, ich hab's verstanden. Luft! Weil Fraps hat ja so eine Fähigkeit, dass... Oh, oh, nein, 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 nein. Ich geh rauf. Ich geh drauf, ich geh rauf, ich geh rauf, ich geh drauf. Er trinkt, du scheiß Zombie. Lol. Scheiße. Wie kommt denn das hier rein? Lol, jetzt habe ich auch noch daneben geschossen, ey. So. Hier unten weiterzubauen ist aber echt schlimm. So. Ah, so habe ich es doch praktisch gemacht. Hier ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen. Ja, so, jetzt mache ich hier mal das Wasser alles weg. Alles weg. Das ganze Scheißwasser. So, jetzt noch kurz Luft holen. So. Jetzt noch ein bisschen mehr wegmachen. So. Gleich geschafft. Gleich haben wir es geschafft. Oh. So, jede 2 Meter muss man eine Fackel platzieren, habe ich das Gefühl. Oh, ich muss wieder Luft holen. Standardmäßig, kurz bevor ich ersaufe, ne? Wisst ihr Bescheid? Sollte eigentlich altbekannt sein für euch alle alten Terraria-Hasen. Ach, da kommt auch noch was ein. Hier, Moment, dann mach ich das mal hier so. Mach ich das mal zu. So. Luft holen. Und wieder runter. So, dann hier jetzt wieder ein bisschen lang buddeln. Ich muss einfach nur ein bisschen was wegbuddeln. Ich hab da schon, Alter, wie viel Wasser das aber auch ist, ne? So viel Wasser. So, jetzt wieder kurz Luft holen. Die ganze alte Prozedur. Und nur um sich hier am Wasser vorbeizubauen, ey. Alter. Ich glaube, wenn das nächste Mal Wasser da ist, dann mache ich einen kleinen Schlenker. So, alles weg hier, alles weg. So, ich sehe da wieder auch gar nichts drin, ne? Kann ich ja mal wieder eine Fackel platzieren. So, ah. Ich bringe erneut Licht ins Dunkeln. So. Genau. Jetzt noch ein bisschen tiefer buddeln. Alles weg hier, alles weg. Einfach hier so einen Gang nach unten bauen. Das hilft. Ist quadratisch und praktisch und gut und Luftholerei. Oh scheiße, da kann ich keine Luft holen. Oh, wieso habe ich eigentlich so wenig Leben? Keine Ahnung. Ich glaube, ich will es auch gar nicht wissen. So, einfach... Einfach nur nach unten buddeln hier. Oder gegebenenfalls zur Seite, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Fläche wegbuddeln. So, alles weg, alles weg. Vielleicht mag ich das Wasser in Terraria doch nicht ganz so. Obwohl ich es ja eigentlich mal gesagt habe, dass ich das Wasser ziemlich cool finde. Besser als in Minecraft, aber ich glaube, möglicherweise hat sich das hierdurch jetzt geändert. So. Neue Strategie. So. Da jetzt einfach nur kurz wegbuddeln. Ich habe es fast geschafft. So, fast ist das ganze Wasser weg. Ja, es ist weg. Es ist weg. Und ich bin weg im Business. Jetzt treffe ich hier bestimmt gleich auf das nächste Wasser, ey. Das sehe ich schon kommen. Oh, egal. Schneeblock hier unten passt ganz schön. Wollen ja hier ein bisschen kulturelle Vielfalt bringen. Durch unterschiedliche klimatische Zonen durch. So. Ja, ich weiß, ich platziere ein paar viele von den Planken, aber ist ja doch egal. Das Wichtigste ist, dass wir gleich Kupfer und Eisen finden. So, das da links sieht aus wie so ein Höhlenanfang. Oder auch nicht. Doof. Alter, ist aber auch alles hier extrem dunkel, ne? Ich sehe nur überall schwarz. Wobei, ist dieser Riss da geht noch weiter, ne? Und wie weit der noch geht. Kurz. Ja.
Toll. Habe ich mir doch fast gedacht. So, dann hier noch kurz. Den hier. Ach, scheiße. Ah, toll, wieder zwei verbaut und einen nur richtig gebaut. Meine Quote ist wieder gut erfüllt. Vor allem, man muss eigentlich jede 2 Meter solche Planken setzen. Das ist voll übertrieben. Aber was heißt, später ist das ja auch ein bisschen anders. Ich glaube, da kann man ja auch höher springen und fliegen und all so ein Quatsch, ne? Aber jetzt, ich hier so noch als großer Noob, muss mich erstmal ordentlich nach vorne arbeiten. So, und ach, erstmal mein Headset wieder gerade rücken. Weil das hier ist, glaube ich, mit so die längste Aufnahme, die ich jemals gemacht habe. Oder wie lange nehme ich jetzt auf? Ja, 1 Stunde und 12 Minuten, ne? Ich weiß nicht, ob es an Terraria liegt oder so, oder ob das gerade an meiner körperlichen und geistigen Verfassung liegt, aber irgendwie kann ich heute relativ lange aufnehmen. Aber ich habe es mir auch vorgenommen, lange aufzunehmen. Also von daher ist das ja irgendwie logisch. Egal, ich will jetzt nicht zu lange über sowas quatschen, weil sowas ist auch eher uninteressant, glaube ich, für den Zuschauer. So. Das noch weg. Da noch ein Ding weg. Wir wollen ja immer nur so wenig wie möglich verschwenden. Wir sind ja natürlich keine Verschwender hier. So, ich buddel mich jetzt einfach mal ein bisschen nach unten und die Planken setze ich dann danach. Links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links. Okay, Fackeln muss ich aber zwischendurch auch noch setzen. Rechts, rechts, links, links, 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 rechts, rechts. Findet sich auch keine Höhle. Wahrscheinlich bin ich gleich unten in der Hölle drin und dann sterbe ich und verliere all meine Sachen. Was natürlich richtig awesome wäre. Oh, da noch. Fackeln. Oh, ist das eine Höhle? Nee, ist nur Stein. Oh, hohoho. Moment. Boah, kleines Husterle. Wobei, ja, ich hatte so ein... So dieses hustige Gefühl in der Nase, aber ich habe gar nicht gehustet. Ich dachte, ich müsste. Wahrscheinlich, oh ne, hier ist Wasser. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Oh ne. Da noch ein Slime und so weiter. Und ich sehe nicht wirklich Höhlenansätze. Was mache ich denn jetzt? Ich gehe vielleicht erstmal nach unten. Und... Ach, jetzt kitzelt es die ganze Zeit so in der Nase. So hat das doch schon mal funktioniert mit dem Fackeln setzen. Oh. Da hat der liebe Günther LP wohl irgendwelche schönen Vasen bekommen. Und gleich zerstört. Ist hier Luft? Ich gehe lieber erstmal zurück. Zurück mit dir, du Narr! Ah, schön Luft geholt. Schön, schön, schön. Das ist doch mal lobenswert. So, genau, da kann ich jetzt auch eine Fackel hinsetzen. Na, ah, hier ist nur Wasser, ey. Das mag ich nicht. So, Luft holen und jetzt wieder runter. Das ganze Wasser wegbölken. So geht das genau. Dann noch kurz hier das Zeug wegmachen. Genau, ich kann mal wieder hochspringen, wenn ich will. Dann kurz nach unten buddeln. Oben kurz eine kleine Fackel setzen. Hier mich dann zur Seite buddeln. So. So ein kleiner Raum entsteht. Genau, und jetzt kann ich mich hier noch nach unten buddeln. So, oben noch ein Ding wegmachen. Buddeli, buddeli, buddeli. Ja, gleich haben wir es ja geschafft. Noch ein bisschen. Wie ich aber auch nichts in der Welt finde, ne? Typisch Terraria. So. Ah, jetzt ist schon alles weg. Okay, diesmal habe ich das deutlich schneller geschafft. Ja, okay, letztes... Also, gerade vorhin habe ich mich auch ein bisschen failig angestellt, muss ich sagen.
Da ist der Noob in mir herausgekommen. Yay, ein Steinblock. Voll viel. So, ich glaube, ich baue mich jetzt hier mal raus. Ich will die Dinger optimal nutzen. Na. Alter, wie ich es halt nicht kann, ne? Ja, ich habe genug von denen. Okay, okay, es reicht. Ich bin oben. Hab keine Höhle gefunden. Und nichts weiteres. Ist natürlich wieder total schön. Was mache ich denn jetzt? Eigentlich wollte ich jetzt eine schöne Höhle finden. Schön Eisen und Kupfer und dann mich in die Corruption wagen und dagegen diese bösen Soul Eater oder wie auch immer sie heißen kämpfen, aber nein. Toll. Egal, vielleicht mache ich mal hier eine kleine Aufnahmepause. Ja, das klingt doch mal ganz gut. Ich habe ja auch shit schon längst genug gequatscht und ich meine, das ist ja auch die längste Aufnahme, die ich jemals gemacht habe, also von daher ist das, glaube ich, hier mal eine kleine Pause berechtigt. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und man sieht sich auch beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Terraria. Haut rein!